Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Feed the Beast Infinity. Wir haben beim letzten Mal leider feststellen müssen, dass der Ghast, den wir getötet haben, der Urghast, nicht zählt und dass immer noch ein Schneesturm in dem Biom ist, in das wir eigentlich rein sollen. Deshalb müssen wir noch einen zweiten Urghast besiegen. Blöd, aber lässt sich nicht ändern. Ups, ich kann wieder reinfallen. Okay. Und dazu haben wir uns gestern nochmal ein paar Pfeile gecraftet, beziehungsweise in der letzten Folge. Eigentlich sollte die gestern gekommen sein. Passt also. Und deshalb würde ich sagen, wir trinken mal einen Stärketrank. Zack. Und greifen an. Hallo Urghast. Am besten schießen wir natürlich wieder diese Dinger zurück. Das machen die am meisten Schaden, das wissen wir ja noch. Nicht da drunter stehen bleiben, sonst kann man nicht ohne Schaden. So, einfach mal schön draufziehen. Voll aufgeladen, macht das auch genug Schaden. Wir haben ja jetzt genug Pfeile. Wir wollen uns hier nicht lange aufhalten lassen. Es ist ganz schön laut, dieser Urghast. Warum hat das denn nicht getroffen? Muss vielleicht ein bisschen tiefer sein. Das ist ärgerlich, dass ich nicht mehr treffe mit diesen Dingern, weil das macht echt am meisten Schaden. So. So viel ist nicht mehr. Jetzt klingelt hier leider das Telefon. Ich mache mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht's. Wir hatten jetzt schon wieder mehr Hitpoints, oder? Wir hatten den doch schon mal weiter runterbekommen. Ich habe aber keine Stärke. Ich sollte mal wieder einen Stärketrank trinken. Heilen diese kleinen Viecher ihn vielleicht? Wir holen die mal weg hier. Kannst du nicht mal ein bisschen gerader schießen? Ich bin derjenige, der ausweichen sollen dürfte. Was war das für eine Zeitform, die ich da gerade verwendet habe? So. Jetzt solltest du aber gleich mal ableben hier. So, komm jetzt hier. Stirb. Viel braucht er nicht mehr. So, und letzter Schuss. Sehr gut. Da ist die Kiste. Nehmen wir natürlich wieder die Sachen mit. Und jetzt sollte es aber auf jeden Fall reichen, dass wir wieder zurückkehren können in das Eisbiom. Und das war ja eigentlich unser Plan. Oh, hier wird gerade noch ein bisschen was erstellt, da warten wir noch mal kurz. So, und dann begeben wir uns jetzt in Richtung leicht südlich und westlich. So. Also eher westlich als südlich auf jeden Fall. Und dann sollte da hoffentlich was machbar sein. Was riecht denn jetzt hier die ganze Zeit? Immer mal wieder auf die Karte gucken, vielleicht baut sich dann da hinten noch was auf. So ein bisschen ärgerlich. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich natürlich den anderen Ghast da gar nicht bekämpft. Aber es war nun mal so, dass wir da leider außerhalb der Karte waren und dass es deshalb nicht gezählt hat. Also ich hoffe, dass es so ist, weil dann müssen wir jetzt hier gleich in das Schneebiom dürfen. Ansonsten nicht. Das wäre noch ein bisschen blöder. Aber hier ist jetzt gleich das Schneebiom. Und da ist auch schon so ein ziemlich auffälliger Hügel, in den wir rein müssen. Und hier schneit es auf jeden Fall noch.
Immer noch ziemlich viel, aber auch immer noch Langsamkeit. Was ist das denn? Ich habe jetzt schon zwei von diesen Ghasts besiegt. Wir können Schneebälle schießen. Ich gehe jetzt hier einfach trotzdem durch. Pö. Kommt hier wahrscheinlich nochmal der Goblin raus. Hier ist ein Yeti. Man sieht leider immer so wenig. Hä? Gehe ich dafür scheinbar nicht durch, oder? Alpha Jedi. Mit dem Alpha Jedi glaube ich keinen Schaden aktuell. Wo bin ich jetzt hier? Alpha Jedi? Hier waren wir ja. Schaden. Irgendwer hat mir Schaden gemacht. Ja, ich hab's doch gelesen. Da gibt jetzt wieder das gleiche Buch, ne? Ja. Das ist aber doch komisch. Warum darf ich denn jetzt hier nicht rein? Das müsste eigentlich schon der nächste sein. Wir haben ja auch von dem Holzturm gelesen. Also eigentlich... Stop the creature and the blizzard will fade. Das ist doch sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Eigentlich dürfte das so nicht sein. Bin ich mir jetzt ein bisschen überfragt. Vielleicht könnt ihr mir da ja helfen in den Kommentaren. Das ist ja auch überall im Eisbiom. Also mehr hätte ich jetzt... Aber das habe ich mir halt vorstellen können, dass das das Problem war. Aber... Aber so? Bin ich jetzt exakt über... bin ich jetzt hier ziemlich überfragt, warum ich da jetzt nicht rein darf. Also wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne schreiben in die Kommentare. Was da jetzt mein Fehler war, warum ich hier nicht rein darf. Aber er redet ja auch eindeutig von dem dunklen Wald. Also es geht eindeutig um den Urgas. Also eine andere Deutung wäre Quatsch eigentlich, oder? Naja, vielleicht bin ich auch ein bisschen... blockiert gerade. Ihr könnt mir wirklich gerne schreiben, was es ist. Wir machen jetzt währenddessen einfach mal nochmal einen Nager. Komm, was soll's denn? Und ich denke, dann werde ich diese Folge auch ein bisschen kürzer halten. Weil es macht ja so wenig Sinn. Nager kriegt auch schon keinen Schaden mehr von mir. Jetzt. Ich muss gleich mal erstmal wieder ein bisschen was essen, damit ich wieder regeneriere. Aber komplett wie vorher noch die Naga. So oft darf ich mich halt leider nicht mehr hitten lassen. Okay, ich esse mal eben erst was, dass ich zwischendurch wenigstens regeneriere. So, komm. Stirb, du Naga. Okay, so. Was schöne Nagerschuppen. Kann man eigentlich aus den Nagerschuppen irgendwas Besonderes machen?
Arktischer Pelz, Nagerschuppen. Kann man auch alle überall Rüstung rausmachen. Aus diesen Gast. Aus den feurigen Tränen kann man auch sowas machen. Und hier können wir die verschwindbaren Blöcke selber bauen. Und Turmbauer und wieder erscheinende Blöcke. Soweit alle. Naja. Ja, ich weiß jetzt halt nicht, was ich noch machen soll. Können wir noch ein bisschen durch die Gegend fliegen? Aber eigentlich war ja unser Ziel das Eisbiom und da dürfen wir nicht rein. Ich weiß nicht warum. Begrüßen wir doch mal hier Gundula die Hexe oder wie auch immer sie heißt. Hallo. Wie heißt du? Rookwood? War Rookwood nicht ein Charakter irgendwo bei Harry Potter? Ich weiß es nicht mehr. Seid ihr böse Wölfe oder gute Wölfe? Ihr seid gute Wölfe, so wie es aussieht. Hallo, gute Wölfe. Wie geht's euch? Ja. Tja. Sind wir schon wieder hier? Hä? Was war das denn für ein Geräusch? Oh, hier sind Grillen. Das ist ja cool. Ja, ich würde sagen, ich werde hier jetzt einfach die Folge beenden, weil, was soll ich sonst machen? Schau noch einmal kurz auf die Map. Die ist ja hier. Und ja, lasst mich gerne wissen, was ich zu tun habe. Ich weiß es leider nicht. Ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder rein. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken, hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.